herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Marys Personal Training. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend aussehen, weil ich schon so verschwitzt bin, aber ich habe vergessen, ein Intro aufzunehmen. Und darum, willkommen zu diesem Video. Wir machen heute ein Hit Your Abs Training miteinander. Ich habe es schon hinter mir. Es ist sehr effizient und sehr streng. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spass damit. Und hinterlasst gerne ein Like und vielleicht sogar einen Kommentar da, wenn euch das Video gefallen hat. Weil dann weiss ich, dass ich etwas mehr von denen abdrehen sollte und kann euch so fit und gesund machen. Also, ganz viel Spass! So, also, wir starten zuerst mit einem Warm-up. Und zwar kommen wir hinten an eure Matten an. Wir strecken die Arme über den Kopf. Wir kommen so den Füßen runter, laufen mit den Händen ganz vorne an die Matte und kommen von da aus wieder zurück. Wieder aufstehen, machen das 5-mal ab jetzt. Ganz vorne laufen, Bauch einziehen und aufstehen und strecken. Ganz vorne, so weit wie ihr könnt. Und die Beine bleiben immer möglichst gestreckt. Dass ihr die Dehnung bei den hinteren Oberschenkeln merkt. Noch zweimal. Zuerst nach hinten, nachher nach vorne. Dann nehmt ihr eure linke Hand, wenn ihr jetzt mit dem rechten Bein vorne sind, zum Boden. Ihr rotiert auf beide Seiten und kommt dann zurück und wir wechseln das Bein. Okay? Also wir starten zuerst mit rechts. Ein Schritt nach hinten, einer nach vorne, Hand am Boden, rotieren und andere Seite. Genau, jetzt linken Fuß nach hinten, führen, rechte Hand am Boden, rotieren und rotieren. Wieder zurück, wir kommen wieder rechts. Hinten, führen, rotieren, rotieren. Sehr gut. Starten wir mit unserem Workout. Und zwar habe ich für euch vorbereitet ein Hit Your Abs. Und wir machen immer eine Intervallübung, gefolgt von einer Bauchübung. Jede für 30 Sekunden mit 10 Sekunden Pause. Und machen insgesamt 5 Runden von jeder. Also. Gut, erste Runde sieht folgendermaßen aus. Wir kommen 6-mal. Und nicht 5-mal. Und zwar, die Intervallübung sieht so aus, ich komme wie so ein einen Shuffle rein. Wir machen 6-mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann kommen wir mit den Füßen zusammen und wir kommen in einen Gump zur Seite. Dann wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 und ein Gump. Nachher kommen wir zu einer Übung, wo der Bauch wie auch das Füßchen tangiert. Wir kommen in einen seitlichen Plank. Von da aus die Hüfte nach vorne schieben und wir sind auf dem Knie. Das Bein ist in der Luft, Hand hinter den Kopf. Wir kommen mit dem Bein tief, hoch und dann vorne runter und wieder runter. Tief, hoch, vorne runter und runter. Das ist auch der Grund, wieso wir es 6 machen, weil wir mit dem die Seite wechseln. Und wir machen einfach 3 Runden pro Seite.
Also, wir machen uns bereit und starten die 10 Sekunden mit unserem Shuffle da hinten. Gut. 2, 1 und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zusammen und über. Einfach in eurem Tempo. Genau. Bauch anspannen. Gut. Seitliche Plank. Knie, Hüfte, Schulter und Ellbogen sind auf einer Gerade. Bein hoch. Tief. Hoch. Ellbogen zur Hand. Hoch. Bein. Hoch, tief. Boden berühren. Genau. Hüfte bleibt immer hoch. Hüfte führen, höher, tief, hoch.
brennt. Beim Friedli. Durchziehen, sind noch 5. Gut. Und los. Schon die 5. Runde. Rechts,
etwas zu eng umgeschnallt haben. Ultimativer Härtetest für
den Beckenboden. Wir machen 5 Handelmannen. Ganz normale. Und kommen nachher in ein Burpee, Hinterkumpen hoch und wieder 5 Handelmannen. Erste Übung, zweite Übung. Zöder mit den Fersen aneinander. Zeigt euch mal so. Zehen nach außen und Knie auch nach außen. Also, das sind gespreizt. Von da aus, wenn ihr mögt, Oberkörper leicht anheben und dann kommen wir tief und hoch. Zeigt euch mal an der Seite. Wenn es geht, Oberkörper, Brust leicht anheben, Fersen aneinander, tief und hoch. Und sonst am Boden liegen, vorstelle ich hier Stangen, die ich voll im Boden drauf und dann tief und hoch. Hä? Letzte Runde, nach 6,5 Minuten. Gut, wir starten mit unseren Handelmannen mit Burpees. Gut. 10 Sekunden. 4, 3, 2, 1 und 5 Handelmannen. 3, 4, 5. Tief, Hinterkumpen führen und los. Genau, beim Hinterkumpen Bauch richtig anspannen. Beine sind gestreckt. Selber ein bisschen rausgefunden.
Gut. Vierte Runde. Und los. Konzentriert euch auf den unteren Rücken, dass der ganz am Boden ist. Gut. Beine einmal. Zweimal 30 Sekunden. Dann haben wir es geschafft. Und los. Mobilisieren. Gut gemacht!